zwei für mich immer das Wichtigste. Ich finde, es muss auch für Frauen klar sein, dass sie finanziell unabhängig durchs Leben gehen sollen und auch müssen und nicht in eine Abhängigkeit. Denn ich sage, einen Partner hat man an der Seite, weil man ihn gern hat, weil man mit ihm das Leben verbringen will, aber nicht, weil er in der Abhängigkeit ist, wie man so schön sagt. Mir ist es gelungen, ich habe seit 4 Jahrzehnten einen Partner an meiner Seite. Das heißt, finanziell sind wir beide unabhängig, aber wir wollen gemeinsam durchs Leben gehen. Und das ist, glaube ich, der beste Beweis. Und das hat mich motiviert zu sagen, ich setze mich Tag ein, Tag aus und jetzt als Präsidentin der Arbeiterkammer noch mehr intensiver natürlich für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein. Und du hast es erwähnt, bei vielen Betriebsbesuchen erlebe ich das. Wie geht es unseren Beschäftigten in den Betrieben? Und glaubt mir, wenn man das sieht, weiß man, warum man Tag ein und Tag aus unterwegs ist und auch für die sich einsetzt. Ich kann mich an gemeinsame Aktionen auf der Straße erinnern zum Equal Pay Tag. Frauen werden immer noch ungerecht bezahlt. Der Unterschied ist enorm. Und das ist ein ganz großes Thema für dich. Ne? Das ist und bleibt ein Thema, das verfolgt mich seit Jahrzehnten. Und ich glaube, wir sollten auch schauen, dass wir größere Schritte machen.